Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom und herzlich willkommen zu Herrock zockt an Monday Night Rock mit, und ich kann selbst kaum fassen, der mittlerweile schon 40. Ausgabe der Endzone. Das heißt, wir machen das schon mindestens 40 zum 40. Mal. Genau genommen müsste es das 41. Mal sein, weil wir ja einmal eine Spezialausgabe über Pokémon hier hatten. Und es kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre, als ich das Ganze hier angefangen habe. Also krass, wirklich noch 10 Ausgaben, wir haben schon die 50 voll. Folgen ja nicht mehr so viele Endzone-Ausgaben dann. Nein, das ist nicht richtig, da folgen echt noch einige. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Aber wir nähern uns so langsam dem Beginn einer neuen Ära, denn die Bekanntgabe des Dolphins steht bevor, beziehungsweise des dann bald erscheinenden Gamecubes. Hallo Itulio. Noch nie bei der Endzone gehört. Ja, das stimmt. Pokémon gibt es da ganz, ganz selten. Wir können ja mal rüberschalten auf die Ausgabe und dann siehst du auch, dass Pokémon überhaupt keine Rolle in dieser Ausgabe spielt. Hier mit, ist es Mewtwo? Oder ist es Mew, der darauf zu sehen ist? Ich bin mir nicht sicher. Es ist eins von diesen Mew-Dingern. Und Pokémon ist wieder ganz groß. Pokémon Snap gibt es im Test und in der Komplettlösung. Pokémon Stadium 3, die Gold-Silber-Variante, enthüllt. Soweit ich mich erinnern kann, ist Pokémon Stadium 3 dann für den GameCube erschienen letztendlich. Aber da weiß der ein oder andere Pokémon-Experte wahrscheinlich auch wieder mehr. Ja, die Pikachu Nintendo 64-Konsole, dieses wirklich schöne Ding, ist auch hier zu sehen und wurde getestet. Da frage ich mich auch so, oh wow, die haben einfach einen anderen Skin von der Konsole getestet. Es ist ja immer noch dasselbe N64, daran hat sich ja nichts geändert. Aber erster Test zu Turok 3, das wird doch bestimmt den Jörn sehr freuen, dass die Dinos wieder los sind. Und Turok 3 steht an. Eternal Darkness, angespielt, die Action-Überraschung. Ich bin gespannt, ob man hier noch davon redet, dass es ein N64-Spiel sein wird, weil es wird ja auch letztendlich für den GameCube kommen. Dann haben wir noch Mario Tennis 64 im ersten Test. Besser als Mario Golf? Ich sage ja. Also ich finde die Mario Tennis-Reihe an sich besser als die Golf-Reihe. Aber gut, und wir haben wieder ein Fußballspiel mit International Superstar Soccer 2000. Aber schauen wir doch mal rein, was der gute Hansi hier sagt, während ihm Pikachu wieder einmal am Ohr snifft. Die Spannung steigt. Ende August ist es endlich soweit. Nintendo will auf der Space World 2000 in Japan neben dem Game Boy Advance die Nintendo 64 Nachfolgekonsole präsentieren, die bislang unter dem Namen Dolphin in den Medien auftauchte und derzeit im Internet den Titel Star Cube trägt. Ist ja schon fast da dran. Also Star Cube ist ja schon erstaunlich nah dran. Wird's nicht ganz, es wird der GameCube, aber immerhin. Bekannt ist bislang nur, dass man keine spielbaren Versionen der Titel präsentieren wird, sondern lediglich Videos und sogenannte Rolling-Demos. Als erste Titel werden derzeit ein Nachfolger von Wave Race 64 und zwei Spiele von Rare gehandelt. Außerdem wird es natürlich zum Start mindestens ein Pokémon-Spiel geben. Klar ist außerdem, dass der Controller einige ungewöhnliche Features haben wird. Welche bleibt bislang im Verborgenen? Er hatte zumindest analoge Trigger. Das hatte bis dato, soweit ich weiß, noch kein Controller von den großen Konsolen und ist auch bisher der einzige Nintendo-Controller, der sowas hatte. Also auf der Wii U, wo es ja dann wieder einen klassischen Controller gab, und auf der Switch auch, gibt es nur digitale Trigger, während Microsoft und Sony die analogen Trigger für sich übernommen haben und weiter ausgebaut haben. So, im Verborgenen bleibt, da steht's. Es versteht sich von selbst, dass wir euch in der kommenden Ausgabe alle Infos zu Nintendos neuem Traum-Duo präsentieren werden. Oh, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wir müssen noch eine Woche warten, dann geht's richtig los. Für die Wartezeit können wir die Lektüre der aktuellen Endzone empfehlen. Pokémon-Fans dürfen sich über die ersten Bilder zu Pokémon Stadium 3 sowie den Test und die Komplettlösung zu Pokémon Snap freuen. Für Pikachu-Muffel haben wir Berichte zu Eternal Darkness, Turok 3, Mario Tennis 64 und International Superstar Soccer im Angebot. Viel Spaß. Danke, Hans. Ja, die Reportage Pokémon Stadium 3, da gibt es erste Bilder. Dann haben wir natürlich wieder die Pokémon Zone hier mit dem Lexikon, den News und den Tipps. Die Game Boy Zone mit den News, dem Lexikon und den Tests und angespielt Duck Dodgers, Duffy rettet die Welt. Eternal Darkness ist nichts für schwache Nerven. San Francisco Rush 2049, wieder ein weiterer Midway Arcade Racer. Scooby-Doo, Kl-Kl-Peppers. Was auch immer es heißen soll, wir werden es wahrscheinlich gleich komplett lesen können.
Dann haben wir als Tests Blues Brothers 2000. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in den letzten 5 Ausgaben jeweils schon einen Test zu diesem Spiel hatten. Aber gut, die deutsche Version ist diesmal im Test. Dann Hercules, The Legendary Journey. Auch dazu gab es schon mehrfach was. Dann International Superstar Soccer 2000, der superbe Konami Kick. Mario Tennis 64, Aufschlag Mario. Pokémon Snap, bitte recht freundlich. Und Turok 3, Shadow of Oblivion. Die Japan-News. Natürlich herrschte in Japan kurze Zeit vor der Nintendo Space World 2000 die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Beim Line-Up der auf der Messe präsentierten Spiele tauchte erstmals der N64-Titel Sin and Punishment, Successor of the Earth, aus dem Hause Nintendo, aus der Versenkung auf. Wir versorgen euch mit ersten Bildern und Infos zu dem potenziellen Actionhammer. Darüber hinaus informieren wir euch über die interessanten Transferpack-Möglichkeiten zwischen der Game Boy Color-Version von Mario Tennis und der N64-Variante des Superhits. Ja, Sin and Punishment ist ein Spiel, auf das ich erst sehr, sehr spät gestoßen bin. Tatsächlich habe ich das erst irgendwann mal auf einer Virtual Console nachgeholt, auf der Wii U. Ich finde es ganz cool, ist ein ganz geiles Spiel. Das ist halt so ein bisschen Rail-Shooter-mäßig, so ein ich komme gerade nicht drauf, wie ein vergleichbares Spiel, Panzer Dragoon oder sowas wäre, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Und mir hat das echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, Sin and Punishment, Successor of the Earth. Ende des Jahres erscheint in Japan der actiongeladene Shooter Sin and Punishment, Successor of the Earth von Nintendo für das N64. Wie war es hier los? Die Dinos sind los, gleich Test zu Turok 3. Im Spiel gilt es einer Horde von blutrünstigen Mutanten den Garaus zu machen, bevor diese die Erde komplett in Schutt und Asche legen. Statt muskelbepackter Hünen laden diesmal zwei knuffige Anime-Girlies die futuristischen Waffen durch, um der Invasion des Grauens Einhalt zu gebieten. Das effektgeladene Shoot'em-up unterteilt sich in zwei unterschiedliche Passagen. Zum einen bewegt sich der Spieler im besten Lilith Wars-Stil durch ein begrenztes Areal unter Zeitdruck von Checkpoint zu Checkpoint. In anderen Levels habt ihr vollkommene Bewegungsfreiheit beim Zerpulvern der grausigen Mutation. Die riesige Modulgröße von 256 Mbit lässt auf umfangreiche Spielwelten und packende Zwischensequenzen im typisch japanischen Anime-Stil schließen. Bislang ist noch nicht bekannt, welche Art von Mehrspieler-Modi auf die Cartridge gebannt werden. Denkbar und wünschenswert wäre neben einem Deathmatch auch ein Kooperativ-Modus, bei dem zwei Spieler gemeinsam die Welt retten können. Das ist auf jeden Fall bei Sin and Punishment so. Es gibt ja zwei Sin and Punishment-Spiele. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob beim ersten auch alles so war, aber zumindest bei einem von den beiden gibt es auf jeden Fall auch einen Zwei-Spieler-Modus. Ja, Mario Tennis 64. In Japan erscheint im November die Gameboy-Version des exzellenten Mario Tennis von Nintendo. Wie bei Mario Golf wird Besitzern von beiden Versionen ein lobenswertes Feature geboten. Wenn man sich auf der Gameboy Color-Version des Tennis-Vergnügens bestimmte Charaktere erspielt hat, kann man diese mit Hilfe des Transferpacks auf den großen N64-Court von Mario Tennis 64 übertragen. Bei den transferierbaren Spielern handelt es sich nicht um typische Nintendo-Charaktere. Die vier Sportskanonen wie der wieselflinke Alex oder die liebliche Nina sind deutlich realistischer ausgefallen. Überträgt man umgekehrt Charaktere der N64-Version auf dem Game Boy Color, können neue Spielmodi freigeschaltet werden. Ja, das sind so die Vorgänger von den Miis, die später auf der Wii gab, die so das Ebenbild des Spielers sein sollen, also der Avatar des Spielers, den man sich auf seine Konsole erstellen konnte und der dann auf der Konsole rumrannte und mit anderen Miis von anderen Konsoleros interagieren konnte. So, dann kommen wir einmal zu dem spannenden Teil der Nintendo Space World, nämlich das komplette Line-Up der Messe im Überblick. Nintendo hat vor kurzem eine Liste der Spiele veröffentlicht, die auf der Nintendo Space World 2000 vom 25. bis 27. August in Tokio gezeigt werden. Nachfolgend präsentieren wir euch die komplette Liste sowie erste brandheiße Bilder von den angekündigten Game Boy Advance-Titeln sowie weiteren potenziellen Messe-Highlights. In der nächsten Ausgabe erwartet euch dann unser ausführliches Message-Special mit allen Informationen zum Dolphin und dem Game Boy Advance. Was hatte man denn da für den Game Boy Advance? Oh, Golden Sun. Golden Sun, sehr, sehr beliebt. Leider auch schon lange nicht mehr verfolgt. Da schreien immer wieder, wenn es eine Nintendo Direct gibt, lese ich immer wieder in den Vorkommentaren halt so, hoffentlich gibt es einen Golden Sun oder Golden Sun Remastered, bitte wieder auflegen. Ja, kommt ja vielleicht mit der Game Boy Advance Virtual Console, die es jetzt auf der Nintendo Switch gibt, beziehungsweise Nintendo Switch Online, das heißt ja nicht mehr Virtual Console. Was haben wir noch da? Golfmaster Konamis Wacky Racing Kuru 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 Rin, Mario Kart Advance, ja, wird auch anders heißen, heißt Mario Kart...
bla 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 Chord. Napoleon und Silent Hill. Und fürs Nintendo 64 A Stranger Shiren 2 Invasion of Augury Shiren's Castle. Was für ein Name. Eingängig. Da weiß man noch sofort, was man will und was man bekommt. Animal Forest. Das wird wohl nicht weiter so heißen, sondern später mal Animal Crossing heißen. Banjo-Tooie. Custom Robo V2. Dance Dance Revolution Disney World Dancing Museum. Echo Delta. Leader of Animals. Mario Party 3. Mega Man Dash Adventure of Spirit Steel, Mickey Speedway USA, Modern War Simulation Ultimate War, Perfect Dark, Sin and Punishment und WWF WrestleMania 2000. Banjo-Tooie, was haben wir denn hier noch an Bildern? Ist hier Animal Forest. Ah, hier ist ein Bild von Animal Forest, das mal Animal Crossing wird. Man muss mit den... daneben steht Animal Forest. Man muss mit den Tieren kommunizieren. So. Und für den Game Boy Color ist ja auch noch jede Menge angekündigt. Was haben denn die Dolphin News so zu bieten? Die Spannung ist kurz vor der Space World 2000 förmlich greifbar. Langsam sickern nun auch verlässliche Informationen zu der Messe durch. So wurde inzwischen offiziell von Nintendo bestätigt, dass leider keine spielbaren Versionen von Dolphin-Titeln präsentiert werden. Erstmals wird der gespannten Öffentlichkeit jedoch das Design der Konsole gezeigt, sowie der offizielle Titel des neuen Schmuckstücks bekannt gegeben. Des Weiteren kann man sich auf einige Demo-Vorführungen freuen. Auch von Seiten der Spielehersteller kommen interessante Neuigkeiten zutage. So bastelt LucasArts zum Beispiel schon an einem Star Wars Rollenspiel, was nicht für den GameCube erscheinen wird. Auch Activision hat offiziell seine Unterstützung für den Dolphin angekündigt. Mögliche Umsetzungen von Tony Hawk Skateboarding oder Spider-Man wären sicherlich auch auf dem Dolphin ein großer Erfolg. Ja, ein Spider-Man wird für den GameCube auf jeden Fall erscheinen, aber ich glaube erst Spider-Man 2. Was haben wir denn hier als Spiele? Stunt Driver. Das Entwicklerstudio Climax tüftelt derzeit an einem überdrehten Rennspiel im fulminanten Arcade-Stil. Bei Stunt Driver erwarten den Spieler mit Rampen und Loopings übersäte Strecken, die zu diversen Flugeinlagen einladen. Einige der Rampen erheben sich per Hydraulik plötzlich aus dem Boden, überdies sorgen schwingende Tore für einen zusätzlichen Kick. Das realistische Schadensmodell der Flitzer steht zu dem Streckendesign im krassen Gegensatz. Wer beim Sprung nicht das richtige Timing erwischt, kann seinen Boliden schnell verschrotten. Selbst kleine Schäden wie ein defekter Reifen beeinflussen das Handling des Fahrzeugs erheblich. Die Wagen können im Verlauf des Spiels weiter getuned werden, um mit noch mehr Speed über den Asphalt zu rasen. Die Entwickler versprechen 6 Spielmodi, so wird neben einer Meisterschaft und einem Einzelrennen auch ein Szenario-Modus geboten. Interessant dürfte auch der integrierte Online-Mehrspieler-Modus sein. Wechselnde Tageszeiten und Wetterbedingungen sowie ein umfangreicher Streckeneditor sorgen zusätzlich für Abwechslung. So. Wave Race für Dolphin. Ja, Koto hat es dann auf eine Nintendo-Konsole geschafft, das stimmt tatsächlich. Das gibt es auf der Nintendo Switch mittlerweile. Während, so wie man hört, das KOTOR Remake, das kommen sollte, gecancelt wurde, oder? Das für PlayStation und Xbox erscheinen sollte oder sogar PlayStation-exklusiv sein sollte. Soweit ich das mitbekommen habe, wurde es gecancelt. Ja, Wave Race für einen Dolphin, das wurde oder kam tatsächlich der bis dato letzte Wave Race-Teil, was auch sehr, sehr schade ist, weil ich das Nintendo 64-Spiel zumindest sehr, sehr mochte. Heißen Gerüchten zufolge arbeitet das Entwicklerteam von Wave Race 64 bereits an einer Version des feuchtfröhlichen Rennspiels für den Nintendo Dolphin. Schon die N64-Version bot bis heute ungeschlagene Effekte wie einen realistischen Wellengang und eine hervorragende Fahrphysik der schnellen Wasserflitzer. Mit der Dolphin-Umsetzung wollen die Entwickler an das fesselnde Spielprinzip des N64-Vorgängers anknüpfen. Man darf sich auf jeden Fall auf umfangreiche Kurse, glänzend animierte Piloten und viele optische Details freuen. Es wird vermutet, dass der Wave Race 64-Nachfolger zeitnah zur Veröffentlichung der neuen Nintendo-Hardware in den Regalen stehen wird. Ja, auf gut. Okay, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde KOTOR. Ja, das stimmt. Das ist so gut wie tot, leider. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Ich hätte Bock gehabt auf so ein Remake. Aber nun gut. Was ist denn so in den USA abgegangen? Auch die N64-Fans in den Vereinigten Staaten warten natürlich gebannt auf die Nintendo Space World 2000. Es wird erwartet, dass beide neuen Hardware-Systeme nach dem noch nicht veröffentlichten Launch-Termin in Japan schnell in den US-Verkaufsregalen stehen werden. Bezüglich des Preises zur Veröffentlichung in den Staaten gibt es erste konkrete Zahlen, die allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurden. So wird für den Dolphin ein Preis von 199 US-Dollar, was umgerechnet 430 Mark,
Bieren angestrebt, während der Game Boy Advance für 99 US-Dollar ca. 220 Mark angeboten werden soll. Tja, wenn man sich dann vorstellt, dass der GameCube relativ schnell 99 Euro gekostet hat. Da war dann an einen Preis von 430 Mark nicht zu denken. Ja, ich habe tatsächlich auch mein GameCube erst für 99 Euro damals erstanden bzw. geschenkt bekommen. Und ich habe diese Konsole sehr, sehr geliebt. Es ist nicht meine liebste Nintendo-Konsole so im Rückblick. Dafür verbinde ich einfach viel zu viel, gerade mit dem Super Nintendo und dann auch noch mit den Anfängen des N64s. Aber ich hatte echt meinen Spaß damit. Also ich hatte eine PlayStation 2 und ein Nintendo GameCube. Und also der GameCube lief bei mir bis auf Metal Gear Solid 2, 3 und WWF, Here Comes the, oder WWE war es ja da schon, Here Comes the Pain, würde ich sagen, lief bei mir der GameCube häufiger. Aber gut. Spider-Man. Activision bringt im November ein Spiel mit dem sympathischen Spinnenmann in der Hauptrolle auf den amerikanischen N64-Markt. Stealth, Spinnenmann, Stealth. Dabei werden die Abenteuer von Spider-Man in typischer Comic-Manier dargestellt, was sich beispielsweise in den Konfrontationen mit den zahlreichen Ganoven bemerkbar macht. In der Third-Person-Perspektive klettert, rennt und hangelt der gelenkige Superheld mit den besonderen Fähigkeiten durch umfangreiche 3D-Umgebungen. In bekannten Metropolen wie San Francisco oder New York versucht Spider-Man, die Pläne der Bösewichter zu vereiteln. Spider-Man in San Francisco, das finde ich ja eher selten. So wie es aussieht, das neue Spider-Man, was für die PlayStation 5 kommen wird, also Spider-Man 2, wird wie Spider-Man 1 und Miles Morales wieder nur New York recyceln. Also da wird es kein San Francisco geben. Insgesamt gilt es 17 Levels zu meistern, wobei die Konfrontation mit bekannten Schurken wie Scorpion oder Venom sicherlich zu den Highlights zählen dürfen. Dank seiner besonderen Gaben ist der Protagonist gut für die Gangsterjagd gerüstet. So kann er mit seinen geschärften Sinnen Gefahren im Voraus erahnen und seine Kletterfähigkeiten erlauben es ihm, an Decken und Wänden zu krabbeln. Natürlich kommt auch sein Netz in allen Varianten zum Einsatz. Diverse Knobeleinlagen lockern die Action mit Comic-Flair gekonnt auf. In Deutschland gibt sich Spider-Man leider nicht die Ehre. Das ist sehr schade, das sollte echt nicht in Deutschland rauskommen. Sehr, sehr schade. Wie sieht's denn mit Tiger's Honey Hunt aus? Mitte September wird in den USA der Titel, wir sagen lieber Tigger, ne? So sagen wir es ja auch im Deutschen, Tigger's Honey Hunt vom Entwicklerteam New Kid Co. veröffentlicht. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Disney-Film und bringt die witzigen Charaktere auf das N64. Als Winnie Pooh mit Schrecken feststellt, dass seine Honigvorräte fast erschöpft sind, schickt er den trotteligen Tigger auf die Suche nach Nachschub. Ja, das wäre auch der erste, den ich auch losschicken würde. In der Rolle Tiggers durchstreift man insgesamt 9 Levels. So muss man den knuffigen Tiger beispielsweise durch herabfallenden Steinschlag steuern oder in gespenstischen Höhlen Orientierung behalten. Neben 3 weiteren Minispielen warten zahlreiche geheime Levels auf den Spieler. Hat man eine Aufgabe bewältigt, wird man mit sogenannten Game Cards und Bildern der Protagonisten belohnt. Das Spiel ist vor allem für eine junge N64-Zielgruppe konzipiert, so können laut den Entwicklern schon 4-Jährige zum Controller greifen. Der Tigger war auf jeden Fall nicht mein Lieblingscharakter von Winnie Pooh, das ist eindeutig IA. IA ist der Beste. Spidey kann gerne mal in Dortmund vorbeischauen, warum? Hast du ein paar Leute, die er aufmischen soll? Dann haben wir hier ein bisschen Olympiade, Sydney 2000, dabei sein ist alles. Was haben wir denn mal kurz und knapp? Lara lebt. Nachdem Lara Croft unlängst auf dem Game Boy Color ihr beeindruckendes Debüt gab, könnt ihr die holde Schönheit nun bald auch auf der großen Kinoleinwand in Action sehen. Nachdem schon seit längerer Zeit Gerüchte nahe Tomb Raider Film kursieren, wurden jetzt in London erste Probeaufnahmen gemacht. Ein weiteres Set wird in Island aufgebaut. Oh Gott, der Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie. Davon gibt es ja auch 2. Ich habe nur den ersten gesehen. Ui, den fand ich damals schon nicht gut. Radeln wie Ulrich. Konami hat eine Umsetzung der Tour de France für Nintendo Dolphin angekündigt. Für dieses Spiel wurde ein exklusiver Lizenzvertrag mit dem Tourorganisator STF, also Société du Tour de France, abgeschlossen. Konami strebt außerdem eine online-fähige Variante des weltbekannten Radrenns an. Ja, hätte es bei dir auf jeden Fall gut zu tun. Ja, wahrscheinlich sind die auch so ähnlich. Ich habe diese Neuverfilmung mit Alicia Vikander gesehen. Fand ich nett, aber auch nicht sonderlich gut. Ist eigentlich 1:1 eine Verfilmung vom ersten Tomb Raider Spiel.
Also wirklich auch so, was die Set-Pieces angeht. Also die kracht da durch die Sets durch, wie man es eigentlich nur in einem Videospiel kennt. KRTL-Gewinnspiel, oder wie ich es immer wieder nenne, Krittel, das ist der Krittel-Jay, das ist der Löwe von KRTL. Nachdem der putzige Löwe Jay bei Krittel bereits ein bekannter Fernsehstar ist, macht das knuffige Maskottchen des Kindersenders nun auch eure Gameboy-Color unsicher. Des Kindersenders, das ist doch kein eigener Sender gewesen, das ist doch nur eine Sparte auf RTL gewesen, oder? Kinder-RTL, also KRTL, das war ja kein richtiger eigener Sender. Naja. Bei welchem Sender für Kinder ist der Löwe Jay das Maskottchen? Also ich hätte jetzt gesagt RTL, das ist für mich der Sender und nicht KRTL. Aber gut, aber gut. Der Super RTL war der Kindersender. Gab's den da schon? Ja, ne? Den gibt's auch so seit Ende der 90er. Anfang des Jahrtausends. Ich fand damals, als Super RTL neu rauskam, fand ich das super, dass sie dort Alles, Nichts, Oder wiederholt haben. Sämtliche Folgen, das habe ich als Kind super gern geschaut. Kam natürlich immer sehr spät samstags und da war ich ja noch sehr klein. Und ich habe mir das dann auf Super RTL immer noch voll gerne angeguckt mit Hugo, Egon Balder und Hella von Sinn und jede Menge Torten, die in deren Gesichter gelandet sind. Kurz und knapp, Goldener Link. Wer früh genug die US-amerikanische Version von Zelda Majora's Mask bestellt, hat gute Chancen auf eine goldene Cartridge. Zwar handelt es sich bei dem goldenen Modul nicht um eine limitierte Version, jedoch werden nur schnelle Käufer in den Genuss der besonderen Version kommen, die zudem einen schmucken Hologrammeffekt bietet. Ja, hier in Deutschland hatte Majora's Mask auch ein goldenes Modul, leider ohne Hologrammeffekt. Und ein Herz für Kinder, nochmal New Kid Co. lese ich hier. New Kid Co. und Ubisoft haben den Abschluss eines langfristigen Abkommens bekannt gegeben. Ubisoft wird zukünftig verschiedene Videospiele von New Kid Co. veröffentlichen, die auf lizenzierten Charakteren von Disney Interactive oder Warner Bros. Basieren. Okay, dann haben wir hier noch ein Interview mit Arnaud Carette nachgefragt bei. In unserer Rubrik Nachgefragt bei entlocken wir Firmenvertretern und Entwicklern in monatlichen Exklusivinterviews zuverlässige Infos und brandheiße Neuigkeiten zu zukünftigen N64, Gameboy und Dolphin-Titeln. In diesem Monat gab uns Arnaud Carette von Ubisoft, Produzent von Disneys Dinosaur, für den Dolphin aktuelle Informationen zu dem mit Spannung erwarteten Action-Adventure. Was können Sie unseren Lesern über das Gameplay von Disneys Dinosaur mitteilen? Bei Disneys Dinosaur handelt es sich um ein 3D-Action-Adventure mit Rollenspielelementen. Man steuert insgesamt drei Charaktere, Alada, Flia und Zini, die alle unabhängig voneinander agieren. Ist Zini nicht dieses Licht von Spaß am Dienstag? Kennt ihr das noch? Zini? Jeder der drei Protagonisten hat individuelle Fähigkeiten. Alada ist der stärkste von den dreien, während Zini sehr schnell ist und gute Kletterfähigkeiten besitzt. Der fliegende Flia kundschaftet aus der Luft die Lage für das Trio aus. Es wird zwei grundlegende Spielmodi geben, den Einzelspieler und einen Teammodus. Wir glauben, dass die Möglichkeit, zwischen den drei Charakteren zu wechseln, dem Spiel einen besonderen Reiz verleiht. Wie viele Level wird das Spiel bieten? Es gibt insgesamt 14 Missionen, die das Trio durch geschicktes Teamwork erfüllen muss. Was können Sie Zusammenarbeit mit Disney sagen? Welche Dinge müssen bei der Zusammenarbeit mit einem so großen und erfolgreichen Unternehmen beachtet werden? Wir haben sehr viel Respekt vor dem Talent, das die Menschen bei Disney besitzen. Die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen war sehr aufregend und sehr wichtig für uns als Produzenten. Wir wollten das Spiel möglichst nah am Film kreieren, sodass der Spieler das Gefühl hat, ein Teil des Films zu sein. Wir haben von Disney 3D-Modelle und zahlreiche Bilder der Hintergründe und Umgebung erhalten, um diesem Ziel so nah wie möglich zu kommen. Um eine Filmatmosphäre zu erschaffen, haben wir außerdem mehr als 15 Minuten an Cutscenen zwischen den einzelnen Missionen gepackt. Disneys Dinosaurs ist ein Spiel, ist ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Ich habe ja einen Sweet Spot für Disney-Filme. Gerade so für die alten, die ich in meiner Kindheit gesehen habe. Und Disney hat ja jetzt 100-Jähriges in diesem Jahr. Und mittlerweile gibt es ja 60 oder 61 Disney-Meisterwerke. Und Dinosaurs war der erste computergenerierte Film von den Walt Disney Studios selbst. Die hatten ja mit Pixar vorher schon Toy Story und A Bug's Life und das war deren erster eigenproduzierter Film, den sie nicht eingekauft haben, weil Pixar war ja damals noch kein Disney-Unternehmen. Die haben ja nur diese Filme für Disney gemacht, weil Disney die gekauft hat und der Verleih dann quasi war. Und es gab, soweit ich weiß, so einen kleinen Streit mit Pixar, beziehungsweise was die Rechtelage angeht. Und
In der Zeit hat sich Disney dann gedacht, hey, wir machen jetzt eigene computergenerierte Filme. Und soweit ich weiß, ist der ziemlich gefloppt. Der hatte nicht ansatzweise den Erfolg, den ein Toy Story hatte. Und dann hat man 2 Jahre später oder 3 Jahre später Pixar aufgekauft, komplett. Das Spiel Disney Dinosaurs wird im November auch auf dem Game Boy Color erscheinen. Was können Sie zu dieser Version sagen? Auch in der Game Boy Color Version kommt es vor allem auf gutes Teamwork an. Der Schwerpunkt liegt aber beim Lösen von Rätseln und Aufgaben. Im Spieler stehen 6 verschiedene Charaktere zur Verfügung, die ebenfalls individuelle Fähigkeiten besitzen. Welcher Teil des Spiels war Ihnen besonders wichtig? Der Film Disney's Dinosaur war in den USA ein Riesenerfolg. Okay, ich habe irgendwie Flop in Erinnerung. Nicht zuletzt wegen der ungeheuer realistischen Präsentation der Dino-Abenteuer. Diesen Realismus auch auf das Spiel zu übertragen, war einer der wichtigsten Aspekte während der Entwicklung. Außerdem ist es sehr wichtig, dass das Gameplay eine ausgewogene Mischung aus Action- und Rätseleinlagen bietet. Was kann man in grafischer Hinsicht an besonderen Effekten erwarten? Den Spieler erwartet eine ganze Reihe spektakulärer Grafikeffekte. So kann man sich zum Beispiel auf einen riesigen Sandsturm, brodelnde Lava sehen, Wasserfälle, Wirbelstürme und einen gewaltigen Meteoritenhagel freuen. Juhu! Was geht denn so beim Game Boy? Die aktuellen Verkaufscharts, da ist Pokémon Gelb, Pokémon Blau, Pokémon Rot, dominiert alles. Dragon Quest Monsters ist auf dem 4. Platz. Und was haben wir noch so? Wario Land 3, Tomb Raider, Driver, Asterix auf der Suche nach Idefix. Ja, okay. Dann haben wir noch die Zelda Game Boy Color Trilogie, die am Ende ja keine Trilogie mehr wird, sondern nur noch ein Double. Nur noch ein Doppel, steht auch hier. Probleme mit der neuen Zelda-Trilogie für den Game Boy Color hat offenbar Nintendo of Japan. Der Konzern verkündet jetzt das Aus für eines der geplanten Rollenspiele. Schade. Aus der Trilogie wird nun nur noch ein Doppel. Welchen der 3 Titel, Mystical Seed of Power, Mystical Seed of Wisdom, Mystical Seed of Courage, am Ende die Axt trifft und ob das so verlorene Material als Zusatzlevels in eines der verbliebenen Spiele integriert wird, ist noch nicht bekannt. Begründet wurde die Entscheidung mit Programmierschwierigkeiten, da die einzelnen Zelda-Titel untereinander verlinkt sein sollen. Durch Datenaustausch von Spiel zu Spiel wollte man eine übergreifende Storyline schaffen, doch mit 3 derart komplexen Titeln gleichzeitig scheint das nicht machbar. Donkey Kong Country, Affen und Bananen. Der Super NES-Klassiker Donkey Kong Country von Rare hat bereits 6 Jahre auf dem Buckel. Grund genug, jetzt mit einer äußerst gut aussehenden Version des Spaßhüpfers für den Game Boy Color nachzulegen. Der Titel wird als komplette Wiederauflage des Original-Super NES-Spiels sämtliche Charaktere, auch Nebenfiguren, enthalten. Sogar ein versteckter Level lässt sich auf der Game Boy-Variante entdecken, die zudem noch mit weiteren Extras versehen wurde. Via Link-Kabel lassen sich neue Minispiele zu zweit bestreiten. Crosshair Cranky, also Crosshair Cranky und Funky Fishing. Mit dem Gameboy Printer könnt ihr Donkey Kong Sticker ausdrucken per Infrarot. Link lassen sich Entwürfe auf andere Gameboys übertragen. Der Titel, der Spitzengrafik und Spielspaß zugleich verspricht, soll in den USA noch dieses Jahr erscheinen. Ja, habe ich tatsächlich auch für den Gameboy Color. Das Donkey Kong Country. Ich hatte Donkey Kong Land für den Game Boy sehr gerne gespielt. Heutzutage könnte ich es nicht mehr spielen, weil ich darauf nichts mehr erkenne mit meinen alten Augen. Und dann Donkey Kong Country für den Game Boy Color hatte ich auch. Dann haben wir noch Sona The Mystery Man Quiz Adventure für 2. So. Endzone Hit. Jay und die Spielzeugdiebe. Ey, jetzt haben die hier ein Gewinnspiel gesponsert und dann gibt die Endzone mal schön 85% für Jay und die Spielzeugdiebe. Wer kennt es nicht? Den großen Hit von Jay von Krittel. Also jetzt mal ernsthaft, da kann mir doch keiner erzählen, dass es ein 85% Spiel ist. Kurzweiliger Hüpfspaß, nicht nur für Fans des langbeinigen KRTL-Knuddellöwen Jay, der in 39 verschiedenen Welten Kinderspielzeug zurückholt und diebische Aliens mit Gebrüll verschreckt. Zündende, völlig gewaltfreie Springorgie für Groß und Klein, ein Spaßgarant. Ja, das ist wahrscheinlich genauso gut wie Army Man, richtig. Die Meinung von Matthias lautet, das Fernsehlöwe Jay, das KRTL-Maskottchen mit dem biegsamen Bein, gerade unter den jüngeren Zuschauern viele Fans hat, ist wirklich kein Wunder. Auch im neuen Jump'n'Run um den mähnenstarrenden Helden überzeugt Jay mit unglaublichen Hüpfeinlagen und spannenden Abenteuern. Das gewaltfreie Spiel, bei dem Feinde mit Gebrüll vertrieben werden, ist auch für kleine Hüpfer geignet. War dieses Jay-Vieh so ein Ding? Ich habe das nie mitgekriegt. Also vor dieser Ausgabe hätte ich noch nicht mal sagen können, dass dieser Löwe Jay hieß. Also klar ist mir irgendwie KRTL bekannt durch irgendwelche Skits oder so, die ich mal gesehen habe. Und bestimmt habe ich da auch mal diese Löwenpuppe gesehen, aber das war echt nicht mehr meine Zeit.
So, dann haben wir noch die besten Titel für den Game Boy Color. Da wird ja nicht so viel Neues dazugekommen sein, außer vielleicht bei Jump'n'Run ist Jay mit dabei. Nee. Die besten Jump'n'Runs für den Game Boy Color sind immer noch Rayman, Croc und Wario Land 3. Ich kann es nicht fassen. Aber gut. NESCA 2000 hat 71% bekommen. Konami Game Boy Color Collection 4. Was ist denn da so Schönes drauf? Gradius ist da drauf, okay. So. Ja, ein wenig die Heiserkeit wegräuspern. Gradius ist da drauf. Belmonts Revenge, Year A Kung Fu und Antarctic Adventure hat auch 85% bekommen. Das ist mehr als Animorphs, was 78% bekommen hat. Und mehr als X-Men Mutant Academy mit 72%. So, die kleine, aber feine Pokémon Zone. Willkommen in der Pokémon Zone! Während viele von euch in Ferien waren oder noch sind, haben die Pokémon natürlich keine Pause. Neues über die Eskapaden eurer Lieblinge gibt's wie immer in unserer News-Rubrik. Aber auch Leserfragen, Lesertipps und tolle Leserzeichnungen haben für euch im Petto. Ihr bekommt also wieder mal die volle Packung Pokémon-Infos frisch auf den Tisch. Pokémon auf Film und Video. Neues von der großen Leinwand. Obwohl Pokémon, der Film, jetzt nur noch in wenigen deutschen Kinoprogrammen zu finden ist, gibt es schon wieder Grund zur Vorfreude. Am 5. Oktober erscheint das Video zu Pokémon, der Film von Warner Home Video. Ab diesem Datum stehen die VHS-Kassetten bei gut sortierten Videotheken im Leihregal. Gleichzeitig kommt natürlich die Kaufkassette für den Heimgebrauch in den Handel. Doch damit nicht genug. Auch in Deutschland naht jetzt mit Riesenschritten der zweite Pokémon-Kinofilm. Am 21. Dezember, also rechtzeitig zu Weihnachten, kommt das neue Pokémon-Abenteuer von Warner Bros. Mit dem Titel Pokémon 2 – Die Macht des Auserwählten in die deutschen Filmtheater. So. Game Boy Power für mehr Pokémon-Spaß. Was ist das schon wieder für eine Abnormität, die da drauf kommt? Diesmal haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma Interact erlesenes Game Boy Zubehör organisiert, das eurer Lieblingskonsole im Handyformat jede Menge Zusatzpower verleiht. Dreimal gibt's das Power Shield zum Anstecken. Neben wirklich robusten Schutz für den Game Boy Bildschirm bietet das Power Shield eine unabhängige Lichtquelle, zwei extra Batterien sind nötig, für Zockerrunden unter der Bettdecke und auch eine Klickhalterung für euer Lieblingsspielmodul. Gleichfalls dreimal verlosen wir das Interact Adventure Pack. Es enthält ein Warm Light, ein Power Link Kabel, ein Power Grip, den dazu passenden AC Adapter und einen robusten Game Case für euer heißestes Spiel. Mit solchen Zubehör bekommt der Begriff Game Boy Power eine völlig neue Dimension. Um eines der begehrten Sets schon vielleicht bald in Empfang zu nehmen, solltet ihr allerdings die Antwort auf unsere Preisfrage wissen. Und die da lautet: In welcher Stadt bekommt ihr in der Special Pikachu Edition ein Bisasam geschenkt? Keine Ahnung. Ich weiß, dass das letzte Mal sogar hier in dem Test stand, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich tatsächlich nicht. Pokémon The Movie 2000. Neues von der großen Leinwand. Zweiter Teil. In den USA hat Pokémon The Movie 2000 bei den amerikanischen Fans gleich vom ersten Spieltag an eingeschlagen wie eine Bombe. Zur Filmpremiere gab es landesweit in den Kinos viele Sonderaktionen und sogar Radioübertragungen direkt aus dem Vorführsaal. Bereits am ersten Wochenende spielte der Streifen dann die stattliche Summe von über 19 Millionen Dollar ein. Zwar wurde diese Zahl bisher an keinem der Folgewochenenden wieder erreicht, doch der stetige Zuschauerstrom sorgt trotzdem weiter für klingelnde Kassen. Nach drei Wochen Spielzeit waren bereits über 38,2 Millionen Dollar im Säckel der Filmproduzenten gelandet. Der erste Pokémon-Film hatte in den Vereinigten Staaten während seiner gesamten Laufzeit rund 86 Millionen Dollar eingespielt. Ob Teil 2 diese hohe Hürde schafft, werden die Fans per Kartenkauf entscheiden. Das ist so krass, wenn man sowas heute liest. Und dann wird hier von riesigen Erfolg gesprochen, irgendwie 38 Millionen eingespielt. Wenn ich mir echt reinziehe, dass ein Film wie der Super Mario Film jetzt gerade irgendwie nach einer Woche schon über 500 Millionen Dollar eingespielt hat. Das ist so heftig, wie sich das alles verändert hat. In welche Superlative das Kino gegangen ist, was Geld angeht. Das ist schon echt heftig. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Milliarden Avatar 2 eingespielt hat. Ich hatte so die Hoffnung, dass dieser Film floppt. Wirklich jetzt, weil ich Avatar 1 überhaupt nicht mag und ich kein Fan davon bin, dass sie das jetzt einfach so wieder aufbrühen und noch mehr von dem Zeug machen. Ich meine, wenn man es mag, gerne von mir aus. Aber dass der Film dann auch so mega erfolgreich ist, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ich habe tatsächlich gedacht, nach all den Jahren interessiert sich doch auch überhaupt gar keiner für Avatar.
Ja, wo Raubkopien noch gar nicht so ein Ding waren, ja höchstens so Videotheken-Raubkopien, ne? Die waren halt so ein Ding, aber ja gut, die DVD fing jetzt an, also so Anfang der 2000er ging es ja schon so ein bisschen los, dass diese Kino-Raubkopien kamen. Aber es ist natürlich dann noch viel schlimmer mit dem richtig groß aufkommenden Internet gekommen, mit Kino-TO und wie sie alle hießen. Das stimmt tatsächlich, also das ist schon echt verwunderlich, dass sich das dann so sehr verändert hat. Nintendo plant Mew-Aktion, okay. Langsam verdichten sich Gerüchte um eine Download-Aktion für Pokémon 151 Mew von Nintendo in Deutschland. Allerdings sind bisher weder genauere Termine oder Standorte noch die Anmelde- bzw. Teilnahmebedingungen für eine solche Aktion zu erfahren. Das hätte ich auch einfach droppen können. Da kannst du auch schreiben, ja, ey, also das wird schon möglich sein, dass das passiert. Kurz nach dem Japan-Release von Pokémon Rot-Blau hatten dort ähnliche Nintendo-Sonderevents für Riesenwirbel unter den japanischen Pokémaniacs gesorgt. Auch in Deutschland ist deshalb im Fall der Fälle mit einem ziemlichen Publikumsansturm zu rechnen. Schließlich warten die allermeisten Fans schon lange sehnsüchtig auf eine Möglichkeit, sich 151 Mew auf ihr Modul zu holen. Bisher ist Nintendo Anfragen zum Thema Mew-Download immer ausweichend begegnet. Diesmal aber könnte etwas an den Gerüchten dran sein. Der Pokémon-Hersteller bestätigt unverbindlich, dass wirklich eine solche Aktion geplant ist. Wir bleiben natürlich für euch am Ball. Was ist denn Pokémon Panacon für Game Boy Color? Panacon? Nein, das ist kein bisher unbekanntes Pfannekuchen-Pokémon, sondern das neueste japanische Pokémon-Spiel für den Game Boy Color, das, wie erst jetzt überraschend bekannt wurde, dort bereits am 21. September in den Handel kommen soll. Da in den USA und Europa bisher so gut wie keine Infos zu dem neuen Pokémon-Titel verfügbar sind, hat sich unser Japan-Korrespondent Warren Harrod vor Ort für euch schlau gemacht. Laut seinen Informationen ist Pokémon Panacon ein Game Boy Color Puzzlespiel, bei dem die Puzzlestrategie jeweils vom gewählten Pokémon-Charakter abhängt. Neben einem Zwei-Spieler-Modus soll der Titel insgesamt 9 Spielmodi bieten. Tritt man gegen den Computer zum Puzzle-Wettstreit an, bekommt man es in einer Art Story-Modus mit den Arena-Leitern aus Pokémon Gold-Silber zu tun, was auch im Singleplayer-Modus knackige Puzzlekämpfe garantiert. Inwiefern der Titel möglicherweise dem in den USA und Europa angekündigten Pokémon Puzzle Attack ähnelt, ist momentan noch nicht bekannt. Aber dank unserer Japan-Korrespondenten werden wir euch natürlich wieder auf dem Laufenden halten. Ja, ist das der Vorgänger von Pokémon Puzzle League geworden? Man weiß es nicht. So, was gibt's denn hier für neue coole Pokémon-Produkte? Was kommt denn so demnächst? Inline Skates, ein Roller, Pikachu N64, kommt im September, Snap, der Film, Puzzle Attack, die Macht des Auserwählten, Trading Card Game Gold Silber und Hey You, Pikachu. Leserbriefe im Pokémon-Bereich. Da hier unten ist Knutscherei. Ist das ein Beweis für Ashs Liebe zu Misty? Zumindest scheint die Situation eindeutig. Ey, wenn man, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen, dieses untere Bild hier. Und wenn man jetzt sich hier die Nase und das Kinn, wenn man das nicht sieht, sondern nur diesen Bereich hier, ohne Scherz, ich habe gerade gedacht, da knutscht Leisure Sweet Larry mit so einer Pokémon-Tante rum. Gibt's denn irgendwas Interessantes in diesen Briefen? Ein wunderschönes... So, Tipps und Tricks brauchen wir nicht. Pokémon Stadium 3. Kaum zu glauben, während in Deutschland erst vergangenen Monat die Arena-Kämpfe im Pokémon Championship 2000 zu Ende gingen, dreht Nintendo of Japan bereits fleißig weiter am Pokémon Stadium Karussell. Dort entsteht derzeit mit Pokémon Stadium 3, so der vorläufige Arbeitstitel, ein neues Stadium-Spiel für das Nintendo 64, das mindestens ebenso genial zu werden verspricht, wie das weltweit äußerst erfolgreiche erste Pokémon Stadium. Kann es sein, dass das noch erschienen ist, dann auch im Westen als Pokémon Stadium 2 und Pokémon Stadium 3, das auf dem GameCube erschienen ist, dann eigentlich Pokémon Stadium 4 ist? Die Besonderheit des neuen Stadium 3, sämtliche alten und auch die 109 Pokémon der Gold-Silber-Edition für den Game Boy Color lassen sich dann für Trainerduelle auf das N64 übertragen. Mit dem alten Pokémon Stadium, wie wir es derzeit spielen, ist das leider noch nicht möglich, da das dort mitgelieferte Transferpack die neuen Pokémon Game Boy Color Module nicht erkennt. Nicht einmal die alten 151 Pokémon, die sich von Rot-Blau aus bekanntlich völlig problemlos übertragen lassen, kann das erste Stadium-Transferpack aus Gold-Silber auf das N64 transferieren. Okay. Dies leistet
erst das neue Transferpack von Stadium 3 und bringt damit einen im Vergleich zum Vorgänger fast doppelt so großen Spielspaß auf euren Fernsehschirm. Zusätzlich zu den 151 alten Bekannten noch 100 neue Pokémon mit individuellen Kampfanimationen und Spezialattacken und das alles in bester bunter Nintendo-Grafik, es wäre überhaupt nicht verwunderlich, wenn auch das nächste Pokémon Stadium mit seinen umfassenden, erweiterten Spielemöglichkeiten ähnlich reißenden Absatz findet wie der Vorgänger. Die allerersten aus Japan verfügbaren Schnappschüsse des Titels lassen die neuerliche Genialität des fertigen Spiels jedenfalls schon einmal erkennen. Es haben hier noch keine Namenskunde. Wieso überhaupt Pokémon Stadium 3? Müsste der neue Titel nicht eigentlich Stadium 2 heißen? Ja, das stimmt. Klingt an sich logisch. Bei uns gibt es schließlich bisher nur ein Pokémon Stadium zu kaufen. Ist es aber nicht. Denn die Japaner zählen ganz richtig. Was bei uns als erster Teil im Spieleregal steht, ist in Wahrheit bereits Pokémon Stadium 2. Das ist ja schockierend. Klingt komisch, ist aber so, genau. Zumindest in Asien. Da dort das allererste N64 Stadium nur 40 der 151 Pokémon enthielt, wurde der Titel kurzerhand unterschlagen und stattdessen das japanische Stadium 2 mit allen Pokémon als Teil 1 auf den amerikanischen und europäischen Markt gebracht. Dieser kleine Namenstrick verschaffte uns gleich mit unserem ersten Pokémon Stadium den Vorteil einer kompletten Pokémon-Auswahl und hat ansonsten nur zur Folge, dass Japaner und der Rest der Welt die Stadium-Titel seither unterschiedlich durchzählen. Da das aber offenbar immer wieder für Fragen und Verwirrung sorgt, wird derzeit sogar über eine Umbenennung des neuen Titels in Pokémon Stadium Gold Silver nachgedacht, um weiteren irreführenden Zahlenspielen vorzubeugen. Auch einige neue Extras und Special Features sind für das Gold-Silber-kompatible Stadium-Sequel offenbar im Gespräch. Über nähere Einzelheiten ist aber soweit im Vorfeld noch nichts Konkretes zu erfahren. Selbst ob der Titel wie ursprünglich geplant noch vor Weihnachten die japanischen Game-Shops erreichen wird, wurde bisher nicht verbindlich gesagt. Okay, haben wir denn da, was ist denn in Gold-Silber so drin? Von diesen Pokémons kenne ich gar keins. Bakufan, Redian, Togechiku, Mariuri, Konchi, Yamikarasu, Muma und Popo. Popo ist so der Beste. Hier ist er, der kleine grüne Popo. Eternal Darkness. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier schon was zum Dolphin drin steht, denn dort landet das Spiel dann letztendlich. Die Story: Lange bevor die Menschheit anfing, die Erde zu bevölkern, lebte eine mysteriöse Rasse auf der Welt. Im Jahre 2001, wenn Eternal Darkness erscheint, werden sich diese Wesen wieder erheben und nach der Macht gieren. An euch liegt es dann, diesen finsteren Unholden Einhalt zu gebieten. Das Spiel wird es euch ermöglichen, durch die Zeit zu reisen. Ihr dürft insgesamt 13 Charaktere durch die diversen albtraumartigen Szenarien steuern. Dabei wird die Umgebung aus einer Über-die-Schulter-Perspektive dargestellt. Wenn ihr auf ein Monster trefft, wechselt die Titel in einem speziellen Nahkampfmodus, in dem ihr mit unterschiedlichen Waffen losschlagt. Ob ihr einen Ghoul nun mit dem Besser oder der Uzi erlegt, hängt jeweils davon ab, in welcher Zeitperiode ihr euch befindet und ob ihr gerade als Mönch, Ritter oder moderner Elite-Kämpfer unterwegs seid. Eternal Darkness wird euch dank der Unterstützung durch die 4-Mbit-Speichererweiterung und der irren 3D-Engine, die konstant 30 Bilder pro Sekunde bieten wird, ein neuartiges Spielerlebnis bescheren. Am besten wirkt der Horror in einem absolut abgedunkelten Raum. Alle Bilder, die ihr seht, sind übrigens keine Render-Grafiken, sondern werden in Echtzeit berechnet. Die kinoreife Kameraführung und Echtzeit-Lichteffekte sorgen für Dramatik pur. Zusammen mit den höchst realistischen Texturen entsteht eine nahezu klaustrophobische Atmosphäre. Für gruselige Stimmungen werden darüber hinaus eine Unmenge von Sprachsamples sorgen, die in Dolby Surround Sound genossen werden können. Das bisher beste bekannte gewordene Gameplay-Feature dürfte aber das Wahnsinns-Meta werden. Das misst, wie nahe euer Charakter schon am seelischen Zusammenbruch steht. Ja, 30 FPS Standard für Jahre bei Konsolen, außer beim GameCube. Der GameCube hatte tatsächlich in sehr, sehr vielen Spielen 60-Hertz-Modus gehabt, auf den man umstellen konnte. Und dann waren die Spiele schön in 60 FPS. Gab's da auch. Ich meine, 60 FPS waren ja auch für Jahre bei uns gerade in Europa immer eine schwierige Nummer wegen des PAL-Standards. Heißt ja schon, dass die meisten Fernseher bei uns ja nur 50 Hertz hatten. Und dementsprechend war das ja sowieso ein bisschen anders. Aber ja, es ist ja sogar bis heute noch so der Standard für Konsolen. Selbst die Xbox Series X und die PS5
haben ja oftmals in höherwertigen Spielen nur 30 FPS zu bieten. Aber gut. Duck Dodgers. Duffy Duck als Duck Dodgers. Da bin ich ja mal gespannt drauf, was das hier gibt. In Infogrames Jump'n'Run muss Duffy Duck die Welt retten. Die launische Ente mit dem Sprachfehler schlüpft dafür in das federenge Kostüm von Duck Dodgers und lädt die Laserpistole durch. So. Die erste Einschätzung ist hier sehr gut. Schon die ersten Screenshots lassen auf ein kultiges Cartoon-Abenteuer des lispelnden Enterichs hoffen. Die Grafik gehört einwandfrei zur gehobenen Mittelklasse. Knallig und bunt, das ist genau das, was man von so einem Spiel erwartet. Wer die Looney Tunes und Spiele wie Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie mag, ist mit diesem Titel auf jeden Fall bestens bedient. Oh je, yeah. Gibt's aber eine dicke Werbung vom Theo Kranz Versand und Joysoft. Nintendo 64 für 249 Mark, Donkey Kong 64 für 99,95. Das müsste doch zusammen mit dem Expansion Pack sein, dementsprechend ein ziemlich guter Preis. Pokémon Snap 129 Mark, Turok 2 für 29,95 Mark. Jörn, schlag zu. Turok 3 für 109 Mark. Für den Gameboy gibt's einen Exploder, Donkey Kong Country und Moorhuhn. Da haben die Spiele alle so im 60-D-Mark-Bereich gekostet, okay. Und Super Mario Land Classic für 24,95. San Francisco Rush 2049. Also man sieht, die Spielauswahl fürs N64, was auch so vorgeschlagen wird, gehört nicht mehr so zu den allerhochwertigsten und interessantesten Games. Bekommt ihr auch nur ein Gut. Mit San Francisco Rush 2049 erwartet Rennspielfans eine spaßige Raserei im besten Spielhallenstil mit haarsträubenden Kursen und unterhaltsamen Mehrspielermodi. Dann haben wir noch Scooby-Doo Classic Creep Capers. So, jetzt wissen wir, was das hieß. Jetzt wissen wir, was KRK hieß. Classic Creep Capers. Das Nintendo 64 ist auf den Hund gekommen. Dank THQ geht der ängstliche Cartoon-Held Shaggy mit seinem gefräßigen Hund Scooby-Doo auf die Jagd nach grauenhaften Monstern, fiesen Oberschurken und einer ganzen Menge Scooby-Snacks. Grauenhafte Monster. Die Monster bei Scooby-Doo sind doch am Ende immer irgendwelche Leute gewesen, die eine Maske auf hatten. Aber ich muss echt sagen, als Kind habe ich wahnsinnig gerne Scooby-Doo geschaut. Wahnsinnig gerne. Kam ja früher mal auf RTL, da gab es ja morgens immer die Jetsons, Scooby-Doo kam da und Yogi Bär. Und ich fand Scooby-Doo immer am coolsten von diesen Sachen. Das habe ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne geschaut. Hat hier ein Gut bekommen als Einschätzung. Alle die Scooby-Doo-Serie nicht kennen, werden mit dem gefräßigen Hund herzlich wenig anfangen können. Trotzdem ist das Spiel ein witziges Action-Adventure, das aufgrund des cartoonhaften Stils und seiner Gewaltfreiheit besonders für Kinder gut geeignet ist. Und da sind wir schon im Spielelexikon. Also es wird nicht mehr vorgestellt. Es gibt hier keine Implanungstitel gerade. Nee, nichts ist hier zu sehen. Hier ist nichts zu sehen. Oh, in der nächsten Ausgabe stellen wir euch WWF No Mercy näher vor. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Ausgabe, echt. Nächste Ausgabe dann schon endlich was zum GameCube. WWF ist dabei, kann ja nur stark sein. In den Lasercharts dominiert Perfect Dark auf Platz 1. Zelda Ocarina of Time nur noch Platz 2. Und Pokémon Stadium auf Platz 3. In den Bestsellern Deutschland ist Perfect Dark auf 2. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass dieses Spiel überhaupt in deutschen Charts ist. Es ist ja kein deutsch verkauftes Spiel, aber das Thema hatten wir schon beim letzten Mal. Aber Pokémon Gelb ist auf Platz 1 und Pokémon Stadium auf Platz 3. In Japan Mario Tennis 64 ganz vorne, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 3, Excitebike 64 auf 3. Und das nichts mit... Ja doch, ich wollte gerade sagen, Pokémon ist auf Platz 4 mit Gold, Silber. Ich wollte gerade noch sagen, nichts mit Pokémon ganz vorne. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und in den USA Perfect Dark auf 1, Pokémon Trading Card Game und Pokémon Yellow auf Platz 3. Was haben wir bei den Most Wanted? Zelda Majora's Mask erkämpft sich den ersten Platz zurück, zieht an Pokémon Gold Silber vorbei und Conker's Bad Fur Day ist auf die 3 geschossen. So, Pokémon Snap. Das Spiel, in dem man Pokémon fotografieren kann. Da muss ich echt sagen, da ist für mich immer nie so der Reiz da gewesen. Aber das Spiel war ja sehr, sehr beliebt. Wie bringt man Pokémon zum Tanzen? Im brandneuen N64 könnt ihr es lernen. Also ran an die Poké-Kamera. Das ist so ganz einfach. Man braucht doch nur eine Knarre und auf deren Füße schießen oder nicht halten. Dann müssen die so offen abspringen. Ich verstehe das Problem nicht.
Habt ihr das Spiel gestartet und euren Namen eingegeben, werdet ihr von Professor Eich über eure Mission aufgeklärt. Ihr sollt wild lebende Pokémon auf einer kleinen Insel möglichst geschickt ablichten und die Fotoausbeute vom Professor bewerten lassen. Klingt ganz einfach, ist es aber gar nicht. Zwar lernt sich die Handhabung eurer Kamera kinderleicht, der Sucher wird mit dem Analogstick bewegt, gezoomt wird per Z-Trigger und mit C rechts und C links könnt ihr den Bildausschnitt schneller drehen. Doch die meisten Pokémon sind quicklebendig und halten natürlich nicht ohne weiteres für eure Schnappschüsse still. Da sind eure schnellsten Reaktionen gefragt, um vernünftige Pokémon-Picks auf Film zu bannen. Umso mehr freut sich der Fotokünstler am Ende aber über wirklich gelungene Aufnahmen und die bringen auch bei Professor Eichs sogenannten Fotocheck die meisten Punkte. Sogar einen Extra-Bonus könnt ihr bekommen, wenn auf einem Foto mehrere Pokémon derselben Art zu sehen sind. Und stimmt eure Bildtechnik, das Pokémon muss möglichst in der Mitte des Ausschnitts sein, verdoppelt der Professor kurzerhand euren Kontostand. Das ist aber sehr, sehr nett von ihm. Mit den so gesammelten Punkten schaltet ihr nun immer mehr Fotorouten frei und erhaltet zudem ab bestimmten Kontoständen verschiedenes Jagdzubehör für eure Knips-Safari. Zuerst bekommt ihr einen unbegrenzten Vorrat leckerer roter Äpfel vom Professor, begehrte Pokémon-Nahrung, mit der sich die scheuen Tierchen bestens anlocken lassen, wenn ihr sie geschickt in Richtung Pokémon werft. Einige tausend Fotopunkte weiter stockt Professor Eich euer Inventar damit unbegrenzten Räucherbällen auf. Wie ist es denn? Es gibt doch diesen komischen Apfeldrachen, also den gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wenn der ein Apfel ist, ist es dann Kannibalismus? Er kann doch nicht einfach einen Apfel essen, er ist doch selbst einer. Die scheuen Viech-Tierchen, ja. Einige tausend Fotopunkte weiter stockt Professor euch euer Inventar damit unbegrenzten Räucherbällen auf. Diese Rauchbomben helfen euch dabei, versteckte Pokémon aus Feldern, Höhlen oder Baumstümpfen ins Freie und vor eure Kamera zu treiben. Noch etwas später bekommt ihr dann ein wirklich sehr nützliches Utensil. Eine Pokéflöte, mit der ihr die verschiedensten ungewöhnlichen Reaktionen bei euren begehbaren Fotomotiven hervorrufen könnt. So beginnt ein Glumanda-Rudel beispielsweise für euer Bild zu tanzen oder Pikachu brütet ein Pokémon-Ei aus und so weiter. Zu guter Letzt hat der Professor dann noch einen Turbo für euren amphibischen Safari-Buggy in petto. Mit diesem könnt ihr euer Allround-Gefährt so weit beschleunigen, dass ihr nun auch schnell flüchtenden Pokémon für eine gute Aufnahme auf den Fersen bleibt. Ja, das frage ich mich auch, ob die das schon demonstriert haben. Ah, die Pokémon, die sind mir egal. Das sind eh komische Viecher, die können ihren Namen sagen. Unterwegs, ihr beginnt euren ersten Inselausflug auf der Strandpiste. Da euer Buggy immer auf einem vorbestimmten Kurs unterwegs ist, habt ihr stets beide Hände für die Kamera frei. Bereits nach wenigen Metern begegnet ihr nun eurem ersten Pikachu. Auch Mauzis, Taubsis und etliche andere Pokémon kreuzen bald euren Weg und weiter hinten hält ein Relaxer ein Nickerchen. Bis zu 60 Bilder pro Fotodurchgang könnt ihr auf den Film bannen, bevor es zurück zum Professor geht. Habt ihr die erforderlichen Punkte gesammelt, wird Route 2 der Tunnel zugänglich, indem ihr Elektro-Pokémon, aber auch Kukunas und ein Alpollo vor die Linse kriegt. Nach und nach werden dann noch die Vulkanroute, Feuer-Pokémon, die Flussroute, Wasser-Pokémon, die Höhle, viele Gift-Pokémon und das Tal, viele Erd-Pokémon, zu eurer Auflistungsliste hinzugefügt und nachdem ihr dort alle Pokémon in verschiedenen Posen verewigt habt, schickt euch der Professor noch einmal in jedes Inselgebiet zurück. Nun gilt es, versteckte Pokézeichen abzulichten und dem Professor zu zeigen. Okay. Erst wenn auch diese Prüfung gemeistert ist, könnt ihr euch endlich auf eure letzte große Mission wagen, die Fotojagd auf Mew. Auch wenn es sich bei Pokémon Snap nur um ein Einspieler-Game handelt, ist der Spaßfaktor des Titels immens hoch. Die quirligen Pokémon-Animationen sind eine Wucht und sogar als Zuschauer kann man sich mit Tipps und Hinweisen an den eigentlichen Spieler kaum zurückhalten. Wirft doch schon endlich Pikachu einen Apfel hin, sodass der Titel fast schon Partyspielqualitäten erreicht. Aha, weil hier jemand Tipps gibt. So. Selbsterklärte Pokémon-Gegner dürfen an der ungewöhnlichen Spielidee dieser Fotosafari-Dauerbrenners ihre helle Freude haben. Alter Falter, 95% für einen Rail-Shooter, in dem es noch nicht mal Blut gibt.
Der geniale Mix aus Erlebnisreise und Geschicklichkeitsspiel kommt ganz ohne Kämpfe aus, erfordert aber trotzdem schnelle Reaktion. Optisch brillanter zweiter Pokémon N64-Titel mit innovativer Spielidee und immensem Spaßfaktor, sogar für Nicht-Pokémaniacs. Also, ey, was diese Pokémon-Spielwertung angeht, da übertreiben die aber echt ganz schön, oder? Ich meine, lass Pokémon Snap ein spaßiges Spiel sein und gerade für Pokémon-Fans lohnenswert. Aber 95% ist für mich ein absoluter Übertitel. 95% ist mega. Ist eins der besten Spiele überhaupt denn für die Konsole. Also bitte, Pokémon Snap? Will hier nicht mal jemand eine Lanze für Pokémon Snap brechen? Ich raff's nämlich nicht. Mario Tennis 64, und nachdem wir es gerade bei Pokémon Snap vergessen haben, Mario Tennis 64 ist auch ein N-Zone-Hit. Wie viel hat das wohl bekommen? Ach, so Sportspiele und Co. Und gerade Partygames sind ja bei der N-Zone immer schwierig. Da gibt es ja dann auch immer Abwertungen für, kann man nicht vernünftig alleine spielen. Statt Aufwertungen für, kann man richtig mega gut zu zweit spielen. Es ist ein Partygame. Ich sage 89%. Die bleiben knapp unter der 90 damit. Schon nach wenigen Ballwechseln mit Mario und Co. zeigt sich, dass Nintendo mit diesem Tennisvergnügen einen weiteren Superhit für das N64 abgeliefert hat. Nachdem sich die muntere Nintendo-Schar zuletzt auf dem Golfplatz entspannt hat, führt euch der vorläufig letzte Geniestreich vom Entwicklerteam Camelot auf die kunterbunten abgefahrenen Tennisplätze des Mario-Universums. Vor dem ersten Aufschlag habt ihr die Qual der Wahl aus 14 Spielern, wobei wieder alle bekannten Charaktere das Racket schwingen. Neben beliebten Veteranen wie Luigi, Peach, Yoshi, Toad oder Bowser steht euch ein neuer Charakter zur Auswahl. Waluigi, das Debüt von Waluigi. Es hat 92% gekriegt, verdammt. Das böse, schlaksige Gegenstück zum lieben Luigi steht seinem Bruder Wario in nichts nach. Durch Turniersiege können überdies zwei weitere geheime Spieler freigeschaltet werden. Jeder der Tennis-Cracks weist individuelle Stärken auf. Während Mario ein solider Allrounder ist, besticht Yoshi durch seine Schnelligkeit. Wario dagegen hetzt seine Gegner mit knallharten Grundschlägen über die Sand-, Hart- oder Rasenplätze. Ich fand schon immer, dass Waluigi ein total bescheuerter Name ist. Der andere heißt ja auch nicht Wario. Der heißt ja Wario. Warum heißt der nicht Wuigi? Statt Waluigi. Das finde ich irgendwie total strange. Hallo Sinotzik, hi. Also, fand ich schon immer komisch. Der Charakter, keine Ahnung, gehört jetzt nicht zu meinen liebsten Charakteren. Ich finde es trotzdem auch ein bisschen schade, dass er bis heute noch nicht in einem einzigen Smash Bros. Spiel drin war und dass sich Sakurai immer weigert, ihn in Smash Bros. Einzubringen. Aber gut, das gehört ja auch ein bisschen so zur Geschichte dazu. Aber Waluigi ist doch ein beknackter Name. Also, keine Ahnung. Wenn der andere Wario heißen würde, könnte ich es verstehen. Aber da der nur Wario heißt, bin ich hier immer noch dafür, dass der hier Wuji heißen müsste. Aber gut. Dann, Satz. Auch bei Mario Tennis 64 haben sich die Macher nicht auf die gewöhnlichen Spielmodi beschränkt. Neben einem Einzelmatch und dem Turnier sorgen Minispiele wie Ringshot, der Bowser Court oder die Piranha Challenge für witzige Abwechslung. Ähnlich wie bei Mario Kart gilt es im Turniermodus, der auch im Doppel bestritten werden kann, verschiedene Pokale wie den Mushroom oder den Flower Cup zu erspielen. Während man die ersten Matches noch relativ locker gewinnt, warten in den späteren Turnieren erfreulich spielstarke CPU-Kontrahenten auf den Spieler. Nur mit der richtigen Taktik können die druckvollen aufspielenden Gegner besiegt werden. Während man den kleinen Baby Mario am besten mit einem Stoppball ans Netz lockt, um ihn dann mit einem Lob zu überraschen, sollte man gegen den langsamen, aber kraftvollen Bowser den Weg ans Netz suchen. Die grandiose Steuerung ist ebenso eingängig wie effektiv und bietet alle Feinheiten des Sports. So können die beiden Grundschläge durch das wiederholte Drücken der A- oder B-Taste zu einem umfangreichen Schlagrepertoire ausgebaut werden. Ob langsamer Slice, harter Topspin oder die Grundlinie... Harter Topspin auf die Grundlinie oder überraschender Lob, alle Varianten lassen sich einsetzen. So entwickeln sich schon nach kurzer Zeit packende Matches inklusive beherzter Netzattacken, krachender Passierbälle
und spannender Grundlinienduelle. Die putzigen Animationen der Spieler mit diversen Wutausbrüchen und witziger Soundkulisse erhöhen den Spielspaß zusätzlich. Auch aus technischer Sicht zeigt Mario Tennis 64 keinerlei Schwachpunkte. Die Kameraperspektive sorgt stets für Übersicht und auch im genialen Vierspieler-Modus bleiben die Ballwechsel stets lüssig. Ja, 92% finde ich ist eine krasse Wertung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nie wieder ein Mario-Tennis-Teil in der Endzone eine solch hohe Wertung bekommen hat. Der Jens sagt dazu, dieses Spiel wird einschlagen wie der erste Aufschlag von Bowser. Einmal mehr ist Camelot eine perfekte Mischung aus unkompliziertem Spielspaß und ernsthafter Simulation mit allen Feinheiten des Tennissports gelungen. Die witzigen Animationen der Nintendo-Clique, eine perfekte Spielbarkeit und ein für nahezu grenzenloses Spielspaß sorgender Mehrspielermodus stellen sicher, dass auch die letzten Sportmuffel begeistert zum Controller greift. Mario Tennis 64 gehört definitiv in jede N64-Spielesammlung. Hiho, Huhu, ist doch alles das Gleiche. International Superstar Soccer 2000, auch ein Endzone-Hit, ich sag 90%. Yes! Das ist das zweite Mal in der 40-ausgabigen Geschichte dieses Formats, dass ich ein Ergebnis komplett richtig erraten habe. Erst das zweite Mal. Ja, 90%. Dank des zusätzlich zum Ausgreifen Gameplay und den überarbeiteten Animationen integrierten Karrieremodus ist International Superstar Soccer 2000 auch für Besitzer des Vorgängers interessant. Definitiv das beste N64-Fußballspiel des Jahres. Liegt auch daran, weil es das einzige N64-Fußballspiel des Jahres ist. Im Gegensatz zu den tausenden Fußballspielen, die in den ersten zwei Jahren des N64 erschienen sind oder in den ersten drei Jahren, gibt's ja nichts mehr. EA hat ja so seinen Support eingestellt, da bleibt nicht mehr viel über. Turok 3, Shadow of Oblivion, da ist er. Ein richtiger Kracher hier, wieder ein Endzone-Hit. Ein richtiger N64-Oldie geht in die nächste Runde. Im offiziellen dritten Teil der Serie gehen gleich zwei Turok-Krieger auf die Jagd. Also, Endzone-Hit, es ist Turok, es ist Turok 3. Ich vermute, das Spiel wird eine hohe Wertung haben natürlich, also mindestens eine über 85, das sehe ich ja an diesen Endzone-Hit-Sticker, aber ich glaube, es ist schlechter bewertet als Turok 2. Ich weiß aber nicht mehr, was Turok 2 bekommen hat. Ich glaube aber nicht, dass es ganz so gut bewertet ist wie der zweite Teil, der besser bewertet war als der erste, soweit ich weiß. Also ich tippe jetzt mal bei dem Teil hier auf 89%. Das wird ein bisschen drunter sein. Weil der Turok-Hype hat ein bisschen abgenommen. Du hast neue Protagonisten, ein paar Änderungen drin. Ich war nicht so weit weg, 88, okay. Im neuesten Teil der Turok-Serie spielt nicht mehr Joshua Fireseed die Hauptrolle. Stattdessen habt ihr nach einem minutenlangen Echtzeit-Intro die Wahl zwischen zweien seiner Geschwister. Die Entscheidung hat vielfältige Auswirkungen auf den Spielverlauf. Joseph ist bewandert im Umgang mit Sniperwaffen aller Art. Er kann zum Orientieren in dunklen Abschnitten ein Nachtsichtgerät benutzen und kann aufgrund seiner geringen Größe auch engere Gänge passieren. Danielle dagegen ist Expertin im Umgang mit explosiven Waffen und dem praktischen Grappling-Hook. Zudem kann sie höher springen als Joseph und so andere Abschnitte des Levels erreichen. Ja, ist okay, ist überboten, heißt verloren. Von mir aus. Trotzdem war ich nah dran. Knapp verloren ist auch vorbei, aber es war nur knapp. Das Spiel ist in fünf große Welten aufgeteilt, die jeweils in etliche Unterabschnitte gegliedert sind. Wechselt ihr innerhalb einer Welt in einem neuen Abschnitt, gibt es eine kurze Verzögerung, in der die Daten von der Cartridge nachgeladen und entpackt werden. Die Übergangspunkte dienen gleichzeitig als Checkpoint, falls ihr mal das Zeitliche segnen solltet. Die Save-Funktion wurde gegenüber dem zweiten Teil deutlich überarbeitet. Nun könnt ihr jederzeit abspeichern. Der Haken an der Sache, wenn ihr den Spielstand wieder einladet, landet ihr nicht genau an der gleichen Stelle. Was ist das denn für ein Speichern? Vielmehr werdet ihr an den letzten Checkpoint gebracht. Es reicht auf jeden Fall, um euch lange Fußmärsche zum nächsten Savepunkt zu ersparen. Das ist aber mal ein komisches Save-System, aber gut. Obwohl Turok 3 in erster Linie als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert ist, kommen auch Fans der gepflegten Ballerei unter Freunden nicht zu kurz. Der Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler orientiert sich an Turok-Legenden des verlorenen Landes. Ein Dutzend der insgesamt 48 Levels wurde sogar direkt aus dem Deathmatch-Ableger der Serie übernommen.
Technisch gilt sowohl für den Splitscreen als auch für den normalen Spielmodus, dass das Spiel in der höheren Auflösung mit Expansion Pack deutlich besser aussieht und meist noch relativ spielbar bleibt. Nur bei größeren Gegnermengen gibt es schon mal Ruckeleinlagen. Der Soundtrack ist dynamisch und abwechslungsreich und untermalt das Spielgeschehen passend. Unsere Testversion hatte noch englische Texte und Sprachausgabe. Die deutsche Fassung wird komplett lokalisiert sein. So, 88%, die zwei unterschiedlichen Spielfiguren und bewährtes Gameplay machen Turok 3 zum Hit. So richtig im Test reingeschrieben haben sie aber nicht, warum sie sich für 88% entschieden haben. Also Turok 3 ist damit tatsächlich schlechter bewertet als Turok 2, so wie ich es gerade schon vermutet habe, aber auch schlechter bewertet als das Multiplayer-Spiel. Das finde ich jetzt wirklich strange, weil es hat hier diesen Multiplayer-Teil auch drin und hat noch eine Solo-Kampagne. Der Michael sagt dazu, da in letzter Zeit die N64-Knüller fast nur noch von Nintendo und Rare kamen, kommt Turok 3 gerade recht. Es ist ein gelungener Abschluss für die Serie, auch wenn es nicht mehr solche, vor allem technischen, Akzente setzen kann wie die beiden Vorgänger ihrer Zeit. Die Grafik ist etwas farbarm, doch wird so zusammen mit dem tollen Soundtrack eine klasse Atmosphäre geschaffen. Die Ruckeleinlagen im HRS-Modus halten sich auch in Grenzen und die zwei Spielfiguren sorgen für Abwechslung. Auch wem die Konkurrenz von Rare besonders spielerisch mehr hermacht, Turok-Fans kommen am dritten Teil der Serie nicht vorbei. Lieber Jörn, hol dir Turok 3. Hercules Legendary Journey, 78%. Das ist so kurz, das können wir auch nochmal lesen. Die legendären Reisen des Halbgottes gibt es nun in der komplett deutsch überlieferten Fassung. Basierend auf der erfolgreichen TV-Serie hat Titus mit Hercules ein solides Action-Adventure rund um die Abenteuer des bärenstarken Helden und seine Begleiter Iolaos und Serena geschaffen. Heißt der Iolaos oder Iolaos? Iolaos heißt er, ne? Das ist ein I am Anfang, oder? Und Serena geschaffen. Ja, der heißt Iolaos, ja. Kämpfe gegen unzählige Gegner, einfache Rätsel und die unterschiedlichen Fähigkeiten der drei Spielfiguren machen hier in erster Linie das Gameplay aus, das etwas an das von Zelda erinnert, ohne allerdings dessen Klasse zu erreichen. Die Grafik neigt leider zum Ruckeln und wirkt meist etwas verwaschen und auch die Steuerung ist manchmal hakelig. Aber das war bei der US-Version schon nicht anders. Die Wertung bleibt daher gleich. Ist ein I, ja. Ja, 78%, dann haben wir noch Blues Brothers 2000, das gefühlt schon 15 Mal getestet wurde in diesem Magazin, hat 79% gekriegt. Ich sage, ist viel zu hoch, aber gut. Damit kommen wir schon zu den Leserbriefen, ist eine sehr dünne Enzon-Ausgabe diesmal. Wissensdurst, was ist denn mit dem Nintendo Dolphin? Man hört gar nichts mehr davon. Wann kommt es und wie sieht es aus? Unterstützt es DVD-Filme und wie viel besser ist es als die PS2? Diese Fragen brennen mir und meinen Freunden schon lange seit langer Zeit auf der Seele. Bestimmt wollen auch andere diese Sachen wissen. Also bitte gebt euer ganzes Wissen zu diesem Thema preis. Danke. Du kannst uns glauben, dass wir unseren Lesern liebend gerne seitenlange Informationen zur nächsten Konsolengeneration aus dem Hause Nintendo präsentieren würden. Das Problem ist nur, dass es bis auf wilde Spekulation keine handfesten Infos zum Thema Dolphin Star Cube gibt. Nintendo hält sich nach wie vor bedeckt und gibt keinerlei Neuigkeiten preis. Auf der Nintendo Space World wird sich das hoffentlich ändern. Bis dahin müssen wir dich und alle anderen wissensdurftigen Lesern leider vertrösten. Oh, ich bin jetzt schon wieder so gespannt auf die nächste Ausgabe, wenn die Space World dann endlich hier verpackt wird in diesem Magazin. Auf die Zelda-Demo, auf Mario 128. Ah, das wird ein Traum, weil nichts von dem, was die sehen, eintreffen wird am Ende. Aber schön. So, hier geht's um Skateboarding. Gameboy gefragt, ihr könnt mehr Tipps und Tricks einführen. Ich wollte meine Meinung zu dem Thema zu viel Gameboy äußern. Ich bin ein alter Leser und finde es sehr gut, dass es reichlich Infos zum Gameboy gibt. Dazu lese ich doch die Zeitschrift, damit ich bei den Themen N64, Gameboy und so weiter nicht im Dunkeln tappe. Aha. Controller-Pack-Nachfrage, okay. Harvest Moon und Mega Man. Ich würde gerne wissen, wann Harvest Moon 64 auf dem deutschen Markt veröffentlicht wird. Was Harvest Moon betrifft, bleibt dir nur der Gang zum gut sortierten Importhändler deines Vertrauens. Das Spiel wird leider nicht in Deutschland veröffentlicht. Sehr schade. Als ich mir euer Magazin im Supermarkt gekauft habe, wartete ich, bis alle wegschauten und dann schnappte ich mir die Enzone und ging schnell zur Kasse. Warum das denn? Die Kassiererin musste grinsen, als sie das Heft nahm und über den Kassenscanner hielt. Es war richtig peinlich. Und warum? Ganz einfach, weil ein gelbes Pokémon namens Pikachu leider auf dem sonst guten Cover mit Joanna Dark abgebildet war. Also ich denke, man kann ja mal etwas Gleichgewicht reinbringen. Sorry, aber früher war das Heft einfach cooler und auch für Teenies meines Alters
16, er sagt gedacht bzw. interessant. Statt so viel über Pokémon zu berichten, könnte man noch eine zusätzliche Seite News bringen. Ja, das leidige Thema Pokémon, so ist es nun mal. Das von dir geforderte Gleichgewicht bezüglich der Enser- und Titelseite haben wir bei der Ausgabe mit Joanna Dark doch eigentlich berücksichtigt, findest du nicht? Wir denken eigentlich nicht, dass man sich als 16-Jähriger mit dieser Zeitschrift in der Hand schämen muss. Bei den geschätzten Mitbewerbern wirst du es wahrscheinlich auch schwer haben, ein Cover zu erwischen, bei dem nicht zumindest ein Pokémon auf dem Titel prangt. Und warum? Weil die Pokémon in den letzten Monaten das beherrschende Thema im Bereich N64 Gameboy waren, da es im Moment im Gegensatz zum Themenbereich Pokémon in Sachen N64 Neuerscheinungen eher ruhig zugeht, wäre auch eine weitere Seite News momentan nicht sehr sinnvoll. Mir fällt gerade mal auf, dass auf der Titelseite stand, dass die diese neue Pokémon N64 Pikachu-Konsole getestet haben und davon war nichts drin in dieser Ausgabe. Ah. Okay. Ja, ich habe auch so ein Erlebnis. Ich habe, es müsste November gewesen sein oder Dezember. Da ist ja auch Pokémon Purpur und Karmesin rausgekommen. Entsprechend gab es in Enzone auch einen Test und ich habe mir auch tatsächlich die Enzone gekauft. Ich hole mir die immer noch sehr häufig und schmöker da drin ganz gerne mal rum, so auf Zugfahrten. Ich fahre ja recht viel ÖPNV. Und habe die Enzone da auf den Tresen gelegt und mein Portemonnaie herausgeholt und die Kassiererin musste voll anfangen zu lachen. Da habe ich auch nur gelacht und habe mich gefragt, was ist ihr Problem? Sie hat nichts gesagt, aber sie hat gelacht. Sie hat tatsächlich gelacht. Ja, Mitte der 90er die Game-Zeitschrift mit den riesen Pyramidenbrüsten von Lara Croft komischer zu kaufen. Ja, das stimmt tatsächlich auch. Gerade so die Karmesin ist die Farbe Scharlachrot. Und das im Original heißt es ja Purpur und Scarlet. Und die wollten es nicht bei uns Scharlach nennen. Deshalb heißt es Karmesin. Und Karmesin ist tatsächlich auch ein Farbenname. Also es heißt, Karmesin ist ein Rotton dann. Scharlachrot ist es. Cheats und Codes! Schnell weg hier. Die haben bestimmt Angst gehabt, wenn die Kinder sagen, Mama, ich will Scharlach! Karmesin hört sich da besser an. Wobei sich, es klingt irgendwie falsch, ne? Also es klingt irgendwie so ein bisschen unrund. Das stimmt schon. Niemand sagt Karmesin. So, was gibt's denn so bei den Kleinanzeigen? Was haben wir denn hier wieder für feine Clubs? Hi, suche Command & Conquer Club oder Command & Conquer Brieffreund. Schreibt an Kai Gänger. Du hattest erst Corona, sei still, genau. Pokémon-Fans, aufgepasst. Verkaufe das Pokémon 151 Mew für nur 10 Mark. Army Man verkauft er für 60 Mark. Hallo Fans, ab 1.11.2000 sind wir da. Fair Play Games, der Versand aus Sachsen. Da ist eine Telefonnummer dabei. Bis dahin, aha. Nintendo 64, 4 Controller plus 2 Memory Cards plus ein Rumble Pack plus ein Expansion Pack mit 20 Spielen, darunter 3D Action Zelda. Darunter 3D Action Zelda, Mario Golf und Party, Turok und so weiter. Telefonnummer, bla bla bla. Verhandlungsbasis zwischen 800 und 1200 Mark. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Das gehörte 2000 schon zu Deutschland, definitiv. GameXX Videospielbörse ist auch mal wieder drin. Suche Pokémon-Trainer im Raum Meißen zum Tauschen und Kämpfen. Suche, tausche Pokémon-Sammelkarten. Hier hat einer Mario Party, Mario Smash Bros. Dreamcast mit Controller, Spiel und Memory Card. Günstig zwischen 18 bis 21 Uhr. Aha. Suche Brieffreundin, bin 8 Jahre und möchte Pokémon-Karten tauschen. Die Mirjam Rybinski. Liebe Mirjam, ich hoffe, du hattest Glück. Da verkaufen sie noch sonstiges, tausche sonstiges. Jetzt ein bisschen Clubabend. Sehr schade. Sehr schade. Das heißt, Lesertipps sind noch da. Und dann sind wir am Ende. Am 27.09.2000 ging es mit der Enzone weiter bei uns bereits nächste Woche. Nintendo Space World 2000 ist dann das Thema. Mirjam ist jetzt 31, ja. Endlich ist es soweit. In der nächsten Ausgabe. Nee, gar nicht wahr. Mirjam ist jetzt 29. Wenn sie damals 8 war. Im Jahre 2000, 23 Jahre später, dann ist sie jetzt 29. Endlich ist es soweit. In der nächsten Ausgabe der Enzone präsentieren wir euch alle Fakten, Bilder, Veröffentlichungsdaten und weitere Informationen zum Dolphin und dem Game Boy Advance. Wir sind bei der Nintendo Space World 2000 live vor Ort. Oh, fuck man, natürlich.
Ich hatte irgendwie 6 im Kopf und 8 gesagt, ne? Ja, na, die ist 31, du hast vollkommen recht. Ich habe nie was anderes behauptet. Ja, Mathe ist nicht so meine Stärke. Oh Mann. Mein Kopf ist Matsche gerade. Umfangreiche Reportage zur Space World. Viel, viel wichtiger als Mathe. F1 Racing Championship gibt's in der nächsten Ausgabe und natürlich mal wieder die Kids Zone. Ja, 23 Jahre her, ich kann das auch kaum fassen. Was wird denn gespielt bei Paul Ashcroft, einem weiteren Mitglied der Blumen Group, der hier 22 Jahre alt ist? Ja, also ja, dadurch, dass er so ein Stück von der Krawatte sieht, sieht er ein bisschen älter aus, aber Assistent Marketing Manager bei Nintendo of Europe mit 22 Jahren ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was man sagen könnte in dem Alter, ne? Was spielen Sie im Augenblick? Momentan versuche ich mich an aufregenden Fotosafaris bei Pokémon Snap. Wenn ich Besuch von Freunden habe, ist Mario Party 2 die absolute Alternative. Was gefällt Ihnen an diesen Spielen? Am Pokémon Snap reizt mich die völlig neue Spielidee, nur mit einer Kamera ausgerüstet, witzige Bilder von Pokémon einzufangen. Da man wiederholt auf neue Rekordjagd gehen kann, hat das Spiel einen hohen Spaßfaktor. Es lohnt sich, das Spiel immer wieder in die Konsole zu stecken. Wenn Freunde zu Besuch sind, bringen witzige Multiplayer-Games absoluten Fun. Im Moment sind wir im Mario Party 2 Fieber. Die unzähligen Minispiele bieten Spielspaß pur. Welche drei Nintendo-Spiele sind Ihre All-Time-Favorites und warum? The Legend of Zelda, Link to the Past. Ah, oh, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Paul Ashcroft. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Auf dem Super Nintendo hat zur damaligen Zeit Maßstäbe gesetzt und ist deshalb ein Muss für jeden Adventure-Fan. In technischer Hinsicht hat damals Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo alles in den Schatten gestellt. Deswegen fiebere ich schon darauf, diesen Titel endlich auf den Game Boy Color zu sehen. Der absolute Kultklassiker ist aber wahrscheinlich Tetris für den Game Boy. Es gibt wohl kein anderes Spiel, das in seiner Art so zeitlos ist. Ey, der hat mal wirklich richtige Klassiker und All-Time-Favorites gebracht und nicht jetzt auch Pokémon Snap erwähnt. Was gefällt Ihnen am N64 am besten? Das Nintendo 64 war das erste Gerät mit einem eingebauten 4-Spieler-Adapter. Das ist perfekt, um mit Freunden, mit Arbeitskollegen und mit der Familie zu zocken. Dazu kommen noch die genialen Multiplayer-Games wie Mario Kart 64 oder Mario Golf. Das macht das N64 zur puren Spaßkonsole. Genial ist auch, dass das N64 keine Ladezeiten hat. Einfach einstecken und losspielen. Schneller kann man keinen Spaß haben. Gebe ich ihm absolut recht, das fand ich war auch damals für mich ein absolutes Killer-Feature, dass von Beginn an 4 Controller an dieser Konsole stecken, fand ich super. 4 Controller-Ports in der Konsole stecken, fand ich total super. Und wir haben auch super oft 4-Spieler-Spiele gegeneinander gezockt. Welche 64-Bit-Neuauflage wünschen Sie sich am meisten? Ich hätte mir Super Metroid für das N64 gewünscht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht gibt sich Samus Aran auf unserer Next-Generation-Konsole wieder die Ehre. Ja, allerdings und wie? Mit welchem Video- oder Automaten-Games begann Ihre Leidenschaft für Videospiele? Der erste Spielautomat, den ich jemals selbst gespielt habe, war wie bei vielen in meinem Alter Miyamotos Meisterwerk Donkey Kong. Ich war damals noch so klein, dass ich kaum an die Knöpfe kam. Ein weiterer Favorit war BMX-Simulator für den ZX Spectrum. Obwohl die Grafik für heutige Verhältnisse recht simpel war, hatte ich eine Menge Spaß mit diesem Spiel. Vor allem, weil man es schon zu zweit spielen konnte. Welches Spielgenre bevorzugen Sie generell und warum? Sollten mal keine Freunde greifbar sein, widme ich mich gern einem guten Adventure. Da kann man richtig tief in die Story eintauchen und völlig die Zeit vergessen. Deswegen freue ich mich schon total auf Zelda Majora's Mask. Welches Multiplayer-Game favorisieren Sie generell und warum? Da ich generell ein Fan des Rennsports bin, bietet das N64 natürlich eine riesige Palette für meine Bedürfnisse. Die meisten Spiele kann man zu viert gleichzeitig zocken, was gerade mit Freunden riesigen Spaß macht. Weiterhin ist das N64 die perfekte Plattform, um Objekte schnell über den Bildschirm zu bewegen. Hier seien nur einige Beispiele erwähnt. Ridge Racer 64, Wave Race 64, konnte man aber nur zu zweit spielen, meine ich, Wave Race 64, 1080 Snowboarding, F-Zero X oder F1 World Grand Prix. Was möchten Sie unseren Lesern mitteilen? Nintendo kann nicht nur auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken, sondern gerade mit Pokémon auf ein Phänomen, das von allen Fans mit großem Enthusiasmus aufgenommen wird. Für eure Treue möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir versprechen euch, dass ihr auch in Zukunft mit dem Game Boy Advance und den Dolphin tonnenweise Spitzentitel bekommen werdet. Das war doch mal ein recht sympathisches Interview, fand ich ganz cool. So, dann kommen wir noch zur Star-Parade. Da ist heute Vulpix. Vulpix ist ein Feuervieh, ist 60
cm groß und wiegt knapp 10 Kilo, also 9,9. Vulpix besitzt bei der Geburt nur einen einzigen Schweif, der sich mit steigendem Alter in mehrere Teile aufspaltet. So. Das ist ein Vulpix, ey, der hat am Anfang nur einen Schweif. Aerodactyl. Fels und Flug. Warum ist das denn ein Fels-Pokémon? Das sieht überhaupt nicht steinig aus. Warum ist es nicht auch Drache? Ist 1,80 groß, wiegt 60 Kilo. Ist aber ein schmaler Drache. Aerodactyl ist ein wildes Pokémon aus der Urzeit, das sich mit gezackten Klauen auf seine Beute stürzt, weil es ein Fossil ist. Ah, okay. Und dann haben wir noch Lavados. Ein Lavados ist ein legendäres Pokémon, das weiß sogar ich. Feuerflug, 2 Kilogramm. Größe 2 Kilogramm steht hier. Das soll wohl 2 Meter sein. 2 Meter und 60 Kilogramm. Lavados ist der legendäre Feuervogel. Sein gewaltiger Flügelschlag entfacht ein wahres Flammenmeer. Ja, und dann gibt es noch eine Karte von Herkules. Boah, schaut euch Kevin Sorbo vorne mal an. Fantastisch. Fantastisch. Ja, das war's mit der Endzone für heute.